Ja, also ich muss jeden Tag nach Saarbrücken auf die Arbeit fahren und für mich ist es natürlich immens aufwendig, dadurch, dass man durch den Stau immer im Stau steht, ist es natürlich bitter, kostet mich eine Dreiviertelstunde mehr am Tag, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt, kann man sich ausrechnen, was da von dem Feierabend, dem Wohlverdienten dann noch übrig bleibt unterm Strich. Und hier im Eiscafé? Ja gut, hier im Eiscafé, die ganzen Geschäfte hier, sowohl das Eiscafé als auch der Bäcker und der Netto, kämpfen ja alle mit einem Kundenschwund, weil vor dem Haus einfach niemand mehr parken kann. Weil wenn man einmal dort reingefahren ist, kann man dort übernachten, will sagen, kommt nie mehr raus. Und das ist natürlich für die hier ansässigen Geschäftsleute eine Katastrophe.